Station Lagermontage. Ein Höhlenkugellager wird hier an dieser Maschine montiert. Das heißt also, man muss die Kugeln um die Kugeln herum einen Nietenkäfig basteln. Und zwar einen sogenannten Höpflinger Nietenkäfig, den hat sich schon der Herr Höpflinger 1904 patentieren lassen. Das ist nur eine Art von Käfig, mittlerweile gibt es hunderte von Arten. Jetzt müssen wir die Kugeln verteilen. Dafür haben wir hier einen Finger, der die Kugeln so verteilt, dass man sie dann schön drauflegen kann. In der Produktion sind die Kugeln geölt, die rutschen von selber dorthin, wo sie hin sollen. Ich muss da noch ein bisschen nachhelfen, weil unsere Kugeln trocken sind. Und dann habe ich so eine Situation. Die lege ich jetzt hier drauf. So. Jetzt kommt das Oberteil vom Käfig. Und jetzt muss jemand die Nieten hier reinfüllen. Dafür haben wir die Maschine. Hier hinten ist ein Magazin, da sind die Nieten drin. Ein Teil von der Maschine taucht in die Nieten ein und beim Hochkommen bleiben zwei, drei mit dem Beinchen nach unten, Köpfle nach oben. Die werden dann auf der schiefen Ebene runtergerüttelt, kommen hier in die Spannzange. Ich will die jetzt nicht aufmachen, sonst fällt wieder ein Niet raus. Aber die Spannzange sieht im Prinzip so aus. Das hier ist eine halbe Spannzange. Die andere Hälfte kommt dann von dieser Seite. Da kommt der Niet oben rein und dann kommt dieser Stößel. Und der stößt dann im richtigen Moment den Niet dorthin, wo er rein soll. Wir haben den Stößel ausgebaut, sonst würden wir ja ständig Nieten verbrauchen. So, also, wir machen jetzt mal einen Slow-Motion-Durchgang, damit man mal im Einzelnen sieht, was hier passiert. Wir müssen zunächst mal mit der ganzen Schoße an die Spannzange ranfahren, weil die ist fest an der Maschine. Jetzt mal erstmal Zähler ausrasten. Jetzt fahren wir hoch. Jetzt sitzt der Niet eigentlich schon vorm Loch. Die zwei Stifte halten den Käfig nieder, damit er nicht hochspringt, wenn der erste Stift angesetzt wird. Jetzt kommt der und setzt den Stift an. Und wenn wir oben sind, oder wenn der Stift drin ist, fahren wir runter. Drehen ein Elftel rum, weil wir haben 11 Kugeln, wir brauchen 11 Nieten. Einen Durchgang habe ich von Hand gemacht und die restlichen 10 lasse ich die Maschine machen. Achtung, es wird laut. In der Zeit, wo die Maschine hier genietet hat, hat die Dame schon für das nächste Teil vorbereitet. Und so ging das, 8 Stunden am Tag. Da war ja nicht nur eine Maschine, da waren 10 Maschinen in der Reihe. Man sieht auch die umfassenden Sicherheitsvorkehrungen hier, nämlich gar keine. So, dann haben wir diesen Zustand. Die Nieten sind jetzt alle drin, hier oben die Nietenköpfchen und hier unten die Spitzen, die müssen auch noch verstemmt werden, damit sie nicht irgendwann mal auseinanderfliegen. Das Ding nicht auseinanderfliegen. Das hat er hier gemacht da hinten. Er hat einen separaten Stempel, da legt er die Nietenköpfe auf diese Erhebungen da drauf. Und dann kommt von oben ein anderer Stempel und haut diese Dinger auf einen Schlag platt. Dann sind wir auch noch nicht fertig. Dann kommt Fett rein, Dichtung drauf, Deckel drauf. Fett rein, Dichtung drauf, Deckel drauf und dann sind wir fertig. Was hat man denn gemacht, bevor man diesen Käfig hatte? Dann hat man die Lager vollkugelig hergestellt, vollkugelig, weil man geglaubt hat, je mehr Kugeln da drin, desto besser. Aber erstens hat man da eine Füllnut gebraucht, im Außen- und im Innenring. Und zum anderen haben sich die Kugeln bei höheren Drehzahlen, wenn jetzt, sagen wir mal, der Außenring in die Richtung läuft, alle Kugeln laufen in die Richtung, aber da, wo sie sich begegnen, da ratschen die mit doppelter Geschwindigkeit aneinander vorbei und da haben sie sich aufgefressen. Deswegen dieser Nietenkäfig. Die Maschine stammt übrigens konstruktionsmäßig aus 1935er Jahren bei Lidköping in Schweden hergestellt und die Maschine hat bis in die 90er Jahre bei der SKF gefertigt.